Ui, Wasserfall. Was ist das hier? Rat der Geister. Look, Hector, wie geht's dir? Hab eben vor Schreck Controller weggeworfen, weil aus dem Controller Stimmen kamen. Ich kann's verstehen. Du lebst ja. Ich bin so groß wie Dackel. Nein. Eulenspinnen. Warum? Hm? Alles wieder gut. Klingt schon mal positiv. Ich gehe jetzt eine Leiche verbrennen. Infiziertes Gebiet. Oh, stinkt zumindest einigermaßen. Ich muss sie verbrennen, alle zerstören. Okay. Sieht hier sehr lecker aus. PC war kaputt, dann kam noch das neue Mainboard. Auch defekt war. Oh. Oh, oh, sowas ist richtig scheiße. Aber jetzt funktioniert alles. Also so, ohne jetzt Probleme zu machen. Hoffe ich mal. Sowas ist richtig kacke. Ich verbrenne jetzt die Leiche. Ach so, ist jetzt Wechsel. Ja, super. Das ist interessant. Oh, dieser Wichser. Ich soll sie doch verbrennen. Wie soll ich das jetzt machen? War doch die Aufgabe, oder nicht? War das jetzt? Karte? Verbrenne Alvarez Leiche. Wie mache ich das? Wie verbrenne ich ihre Leiche? Vielleicht mit dem Molly? Ruhe in Frieden. Sie kriegen dich nicht. Alles klar. Ach ja, und mein Motorrad ist wieder hier. Yay! Hat sich die Frage auch beantwortet. Sehr schön. Was da geht. Gleich mit Feuer. Ha, ha, ha. Sehr witzig. Toll, auf dem Friedhof. Ich hab so das Gefühl, hier kommt gleich eine Herde oder sowas. Das ist der perfekte Ort dafür.
Ich will hier nicht sein. Ach du heilige Scheiße. Ich will hier gerade echt nicht sein. Wartet. Freaker-Gebiet. Missionsgebiet. Oh, okay. Das ist mir eindeutig zu ruhig hier. Das sieht aus wie ein Nest, oder? Ja. Hui, Qualle. Verdammte Freaker, brennt! Hilfe! Munition übrig. So, wir haben schon mal eine gute Tat vollbracht. Ein Nest weniger. Das sieht doch aus wie die Statue, ne? Das ist mir hier viel zu ruhig. Das ist viel zu ruhig hier. Meine Nasenhaare kribbeln. Ich merke, da kommt gleich was. Eindeutig. Eindeutig kommt gleich was. Einen der Engel. Hier muss es sein. Wo hast du das Zeug versteckt, Leon? Das ist doch eine gute Tat. Wir haben ein Nest zerstört. Finde ich sogar sehr gut. Komm mir bekannt vor, Kaktus. Ach so, ja, du hattest ja auch diese Probleme, ne? Wo lang? Oh, vielleicht da drin. Ich will nirgendwo rein. Ah, das ist interessant. Ich bin mal gespannt. Okay. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wem ich die gebe. Wow. Usa! Usman, hörst du mich? Ja? Du wirst es nicht glauben, ich hab gerade einen Heli gesehen. Ja. Einen Heli? Was erzählst du da? Ne Nero-Heli! Der flog direkt über mir, als ob ich überhaupt nicht da wäre! Ein Hubschrauber der Cops erscheint einfach so aus dem Nichts. Ich werde sie aufspüren und dann, dann finde ich heraus, was die vorhaben. Hey, Dick, pass bloß auf. Halt dich lieber fern, bis du weißt, was sie da machen. Und mach bloß keine Dummheiten. Verdammt nochmal, ich mach schon keine Dummheiten. Jetzt schrei doch nicht so rum, Mann. Du lebst noch. Okay.
Du wolltest dich mit mir anlegen, Pech gehabt. Jetzt sind hier auf einmal mehr, das ist ja ganz toll. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hin soll. Es ist noch warm in Berlin und sonnig. Ja. Ja. Ich sitze hier mit dem Ventilator, mir ist so warm. Eine beschissene Pyramide. Ja. So ziemlich. Wie packe ich das jetzt hier rauf? Perfekt. Warte, warte, die werden langsamer. Ich glaube, die halten an. Ist es eine gute Idee, da hinzugehen? Ja, Berlin will halt einen schönen Licht erstrahlen. Merke, die Sonne an sich gerissen, wow. Ich hoffe, das ist leider jetzt eigentlich schon gestorben. Zweimal. Oder treiben. Also am Anfang halt so, mit der Steuerung. Perimeter abriegeln, verstanden? Ausrücken, legen wir los. Auf geht's! Ja, Sir. Verstanden. Bewegung! Was ist mit Killerlust die letzten Tage? Wieso denn? Neuroforscher, was zum Teufel machen die hier? Das muss ich mir ansehen. Mal sehen, was die vorhaben. Schlafen okay. Nicht. Ich muss leise sein. Soldaten und Forscher von Nero tragen spezielle gepanzerte Hazmat-Anzüge und sind gegen deine Angriffe geschützt. Wie geschützt? Wenn die mich sehen, bin ich tot. Na, klingt doch super. Beste Voraussetzung. Ich komme mit den Aufgaben durcheinander. Das wird ja immer mehr. Infiltriere einen Nero-Landeplatz, um herauszufinden, was sie vorhaben. Okay. Boah, das ist schon eine Menge. Das ist so cool. Er verhält sich doch für seine Verhältnisse normal. Mag halt Ägypten. Hoffentlich reicht der Sprit für den Rückweg. Einmal Hölle und zurück an einem Tag. Sprit ist unser kleinstes Problem, wenn wir da sind. Bleib konzentriert. Einen Stein werfen, das würde sie ablenken. Stein werfen? Was war das für ein Geräusch? Ja, geh mal nachsehen. Hä? Was war das für ein Geräusch? Du hast es doch geworfen. Willst du mich jetzt verarschen? Ich bin nicht mal im Dienstplan. Beschwer dich beim Boss. Sehe ich aus wie der Boss? Ich muss im Gebüsch bleiben. Das ist ein schönes Geräusch. Schon mal die Collectibles gesehen? Nein. Konnte man das nicht hier irgendwo sehen? Nee, keine Ahnung. Scheiße, das dauert ja ewig. Keine Ahnung. Ewig ist eine lange Zeit. Kann ich die denn nicht? Kann ich die nicht töten? Also von hinten halt.
Von hinten. Nein, die haben Helm. Stopp! Oder wir schießen! Hallo! Ach, ich wollte es nur testen. Okay. Aber warum kann er nicht im Nacken reinstechen? Da sind die doch nicht geschützt. Helm okay, aber so im Nacken rein? Das wäre vielleicht schön. Wie lange das wohl dauern wird? Neuroforscher, was zum Teufel machen die hier? Und der Story sind die eingeteilt? Okay, warte. Ah, hier. Probezeichnung einer Engelsstatue. Artikel 2. Wenn ich Artikel lese, wird mir schlecht. Okay, das ist ja alles total random. Unsere Einheit ist bereit zum Abzug. Ich habe gerade erfahren, unsere ganze Arbeit ist sehr leise, wenn der redet. Sehr, sehr leise. Sehr, sehr leise. Toller Mann gesucht. Verschiedene Kontaktanzeigen gefunden im Crazy Willy. Wow, das ist ja wirklich total random hier, was man alles finden kann. Gibt 240! Ja, ich sehe es gerade auch. Und hier sind die Trophies. Okay. Drifte insgesamt 10 Minuten mit deinem Bike. Besiege deine erste Horde. Was? Ich soll eine Horde besiegen? Was? Muss ich mir ansehen, okay. Was die vorhaben. Kann ich mal so überleben? Okay, ich muss leise sein. Einen Stein werfen, das würde sie ablenken. Wenn die mich sehen, bin ich tot. Hat das noch wer gehört? Ja, ja. Wie geht's dir? Ich muss im Gebüsch bleiben, wo sie mich nicht sehen. Ah, ist ja gut jetzt. Sein Gehirn verteilt sich im Chat. Alter, 240. Das dauert ja ewig. Keine Ahnung. Okay. Ewig okay. Ist eine lange Zeit. Bei der Grotte scheinen viele Freaks zu sein. Ja. So wie du, du Freak. Gott, ich hasse den Scheiß. Ja. Man lernt jeden Tag was dazu. Dauert das wohl noch? Woher soll ich das wissen? Wir verschwinden, wenn der Doc fertig ist. Boah, mit einer Spitzhacke die kaputt hauen. Wird dein Anzug gewärmt? Feldnotiz 2058. Nachdem wir eine große Gruppe verfolgt haben, geschätzte Größe 500 bis 600, bestätigen wir den Hibernationsort der Subjekte in. Doc, morgen ist Position 23 auf dem Plan. Sind wir das? Nein, das ist O'Brien. Verstanden. O'Brien. Mist, wo war ich? Wir bestätigen den Hibernationsort der Subjekte in der High Desert Grotte. Ab sofort Position 15. Zertrampeltes Gras und Pflanzen am Eingang, sowie gefundene Fußspuren. Sie angefügte Fotos belegen, dass der Ort schon einige Zeit genutzt wird. Muss gemütlich sein da drin. Laut dem Bewegungssensor platziert von Lieutenant O'Brien. Haben heute Morgen etwa 447 Subjekte die Höhle betreten. Ich empfehle, irgendwann nach 1900 ein weiteres Team zu entsenden, um die Bedingungen im Inneren der Höhle weiter zu untersuchen. Notiz für Dr. Anderson. Ihre Theorie, dass die Subjekte sich zu einem primitiven, nachtaktiven Status zurückentwickeln, scheint mir immer wahrscheinlicher. Ende. Dr. O'Brien. Haben Sie nicht gehört? Er ist nicht tot. Und das hier wenn O'Brien nicht im Flüchtlingslager gestorben ist. Was ist dann mit Sarah passiert? Nein, 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 vergiss es, das kann nicht sein. Diese Subjekte schlafen nicht.
je einen Bären im Winterschlaf geweckt? Büsche. Ich werde die Büsche nutzen. Ist ja gut. Im Winterschlaf geweckt? Ja, tatsächlich. Ich war einer der Überlebenden der White King-Mine. Mein Gott. Einer hat meinen Kumpel zerfetzt, als würde er eine Banane pellen. Diese Anzüge schützen vor einer Menge Scheiß, aber nicht vor denen. Meine Güte, Corporal. Mein Gott, das tut mir leid. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ich weiß nicht, Corporal. Hier gibt es viele Höhlen. Kommen Sie, verschwinden wir hier. Ich will auch hier weg. Höhlen versiegeln? Klar, als ob das irgendwen kümmert. Kehre zu deinem Bike zurück. Okay, ohne entdeckt zu werden. War da nicht was? Was ist mit der Anzeige von deinem Anzug? Verdammt, du Arsch! Hat er nicht die gleiche Stimme wie unser Bruder? Wie fühlst du dich? Beschissen. Es ist kalt hier draußen. Prüf die Temperatur in deinem Anzug. Es wird gerade draußen sehr windig. War recht skeptisch bei dem Game, aber muss sagen, bisher gefällt es mir. Plot-Twist, er ist unser Bruder. Ja. Yeah. Ich habe eben mit dem Versicherungsfuzzi schon geredet. Nächste Woche will er nochmal so lange mit mir reden. Mein Fenster ist offen. Alles okay? Gott sei Dank. Die stand noch nicht mal auf dem Dienstplan. Das werde ich beim Boss. Sehe ich aus wie der Boss? Es fängt an zu regnen. Könnte die Freaks rauslaufen. Wenn jetzt eine Horde kommt, dann... Ich stand noch nicht mal im Dienstplan. Ja, zum Kotzen. Lass mich raten. Du wärst lieber in den Bärlevel. Knietiefe Freaker-Scheiße. Shit. Alles klar bei dir? Was zur Hölle machen wir hier draußen? Was man dir sagt, hat das noch wer gehört? Ja, erstmal Pilze sammeln, ne? Ich zeichne nebenbei mal wieder. Ich wünsche dir sehr viel Spaß. So. Zeichne mich! Ich bin euer Bruder. Wir ziehen uns zurück! Aufladen! Aufladen! Los, los, los! Los, los, los! Los geht's! Der Zweck und die Mittel. Rückstandbolzen lassen Gegner aufeinander losgehen. Benutze sie, um Chaos und Verwirrung zu stiften.